Herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Frohes Neues hätte ich beinahe gesagt. Ja, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2021 angelangt. Wir bauen wieder unsere Stadt Megacampus im Spiel Cities Skylines. Die 69. Folge. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Agrarbereich, Industriebereich Agrar aufgebaut. Hier musste ich jetzt noch ein bisschen was optimieren. Da ist doch tatsächlich viel, viel mehr Verkehr aufgelaufen, als ich eigentlich gedacht habe. Hier sieht man das mal ganz deutlich, deswegen baue ich hier so eine kleine Umfahrung, damit sich das an dieser kleinen Kreuzung hier nicht staut und dann einfacher rechts und links abgebogen werden kann und ja, sich so ein bisschen der Verkehr dann da verteilt. Also ist tatsächlich dann doch mehr Traffic als gedacht. Und man sieht das hier dann doch deutlich, bei den Silos staut sich das immer, wenn die so direkt hintereinander stehen. Deswegen werde ich das noch ein bisschen entzerren, das muss man mal schauen. Gut, erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt. Ansonsten ist das schon deutlich weniger geworden, als es vorher noch mal war mit dem Stau. Wir haben jetzt hier quasi mehrere Abfahrstraßen, eine Zufahrtsstraße oben und die beiden in der Mitte und unten, das sind die Straßen, die in die Richtung rausführen. So verteilt sich dann der rausfahrende Verkehr, beziehungsweise der Verkehr, der oben hier zu den Silos und zur Mühle fährt, ein bisschen auf die beiden Straßen. Ja, so läuft zumindest der Verkehr. Es ist tatsächlich viel Lkw-Verkehr, wie man sieht, aber lässt sich noch mit leben, glaube ich. Hier brauche ich nochmal eine andere Zufahrt, beziehungsweise Abfahrt besser gesagt. Ich habe hier so viel Produktion, dass ich hier noch zwei weitere Mühlen mit hingesetzt habe, also Getreidemühlen. Ja, und jetzt geht es weiter. Der Agrarbereich ist eines, aber ich möchte da ja auch die Viehwirtschaft mit hinsetzen, denn ich möchte später dann auf jeden Fall Lebensmittelfabrik oder auch eine Bäckerei, mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Getreideproduktion, aber auch die Viehproduktion. Und um mir noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, habe ich jetzt hier die Autobahn jetzt hier unterirdisch verlegt. Dadurch gewinne ich hier oben ein bisschen mehr Fläche. Ja, einfach mehr, um die Fläche auch dann tatsächlich für die Viehwirtschaft auszunutzen. Dann setzen wir hier vorne mal das Hauptgebäude wieder hin für diesen Bereich. Ja, und dann kommen die ersten Viehweiden hier hin, so soll es auch sein. Die Viehweiden kann man übrigens in verschiedene Kategorien, ne? Also man kann da genau wie die Getreidefelder auch, da kann ich ja die verschiedenen Getreidearten anwählen, beim Obst ja genauso. Hier kann ich die Tiere wählen, die ich jetzt auswähle. Wir können also hier Kühe nehmen, wir können Hochlandrinder nehmen, Schafe und Schweine. Ich habe das hier ja in der gesamten Anlage dann so ein bisschen bunt gemischt, zeige ich euch aber gleich noch. Und weil wir auf jeden Fall für die Tierproduktion, für die Tiere ja auch Nutzpflanzen brauchen, habe ich jetzt hier eine Verbindung geschaffen zwischen dem Agrarbereich, den wir vorhin oder den wir bei der letzten Folge hauptsächlich aufgebaut haben, jetzt hier mit einer Umfahrungsstraße, sodass also auch die Nutzpflanzen dann hier von dem Agrarbereich in den Viehbereich rüber transportiert werden können. Dafür habe ich dann hier nochmal die Zufahrt nochmal ein bisschen geändert, ja, dass das ein bisschen glatter läuft. So können jetzt also quasi die Agrarfahrzeuge einmal auch hier rumrum fahren. Erst hatte ich das als Einbahnstraße geplant, habe mich aber dann entschieden, dann doch das hin und her zu machen. Hier haben wir schon mal einmal den Bereich mit Hochlandrindern und mit Kühen. Da haben wir jetzt drei große Viehweiden mit Kühen und zwei kleinere Felder, mittlere glaube ich, habe ich gewählt, mit Hochlandrindern. Und das, was wir jetzt hier hingesetzt haben, ist der Melkstand.
Da hatte ich von der ursprünglichen Idee so eine kleine Umfahrung, dass die Fahrzeuge aus dem Kuhbereich immer zum Melkstand und wieder zurückfahren können. Hat aber, kann ich schon sagen, nicht so gut funktioniert. Insofern habe ich den Melkstand dann hier nochmal verlegt. Und da habe ich dann die Zufahrt zum Bereich, der hier oben, wo es zum Bahnhof geht, nochmal neu angeschlossen. So können also auch die Fahrzeuge, die jetzt aus dem Bereich Agrar können, also auch in den Bereich der Bahnhofs mit reinfahren. Und hier dann auf der anderen Seite eine Ausfahrt für die Bereich Vieh, dass die direkt auf die Autobahn rausfahren können. Das ganze Gebiet heißt jetzt Industrie 5 Vieh. Und hier habe ich nochmal die Zufahrt bzw. auch das Hauptgebäude nochmal etwas verändert. Na, da soll es nicht hin. Genau, da sollte es hin. Dann ist das auch wieder eine etwas geradere Zufahrt. Ja, dann setze ich hier oben ein paar Scheunen als Lagerbereich mit rein und auch ein paar Obstplantagen einfach als Nutzpflanzen, also als Futterpflanzen für die Tiere. Dann ist der Weg noch ein bisschen kürzer, so die Idee dazu. Und auf der anderen Seite setze ich jetzt hier noch ein paar kleinere Weiden. Da habe ich, glaube ich, Schafe reingesetzt. Ich muss da nochmal gucken. Ich meine Schafe. Hier staut sich schon wieder ganz schön, und zwar wieder wie oben bei den Getreidesilos auch vorhin an den Scheunen. Hier, die wollen alle zu den Scheunen rein, und deswegen habe ich das jetzt hier auch ein bisschen entzerrt. Das heißt, ich setze auf diese Straße jetzt die Scheunen, sodass die dann gar nicht erst bis zu dem Bereich Viehwirtschaft reinfahren müssen, sondern die Scheunen von hier aus anfahren können. Ich hoffe, das funktioniert. Hier habe ich mich auch noch entschieden, noch sogenannte Viehställe zu setzen. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Weide unter Dach sozusagen. Das heißt, hier ist dann die Tierproduktion entsprechend in-house sozusagen. Ja, und am Ende, kurz vor der Ausfahrt, da setzen wir halt das Schlachthaus noch mit hin, wo dann die Tiere entsprechend zu Tierprodukt verarbeitet werden. Also der Gedanke jetzt, dass eben dann die Fahrzeuge von der Weide hier zum Schlachthaus fahren können und von da aus dann direkt den Abtransport machen können auf die Autobahn. Ich hatte hier auch ursprünglich auch erst alles Einbahnstraße, habe es aber dann hier auch nochmal geändert. Das gefiel mir dann irgendwie besser. Und hier sieht man auch immer schon wieder relativ viel Stau. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal entzerrt, also so ein bisschen die Scheunen tatsächlich verteilt, nicht alle nebeneinander gebaut. Und hier auf dem Platz, da habe ich noch ein bisschen Fläche gehabt, da habe ich jetzt noch zwei Weiden hingemacht. Da werden wir die Schafproduktion mit draufsetzen. Hier können wir nochmal die Produktion mit verfolgen. Genau, Industrie 5 war falsch, Industrie 3 ist richtig, also ich habe erst den dritten Industriebereich hier, insofern Industrie 3 Vieh. Naja, wie immer in Megacampus, es regnet mal wieder. Ja, da sieht man jetzt so ein bisschen die Fläche, die wir gebaut haben, hier im unteren Bereich, oder jetzt links zu sehen, der Viehbereich, rechts der Agrarbereich. Müssen wir mal abwarten, wie sich das so von der Produktionsmenge so anlässt, ob das so passt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ob auch die Getreidesilos ausreichend sind, ob die Mühlen und das Schlachthaus und so weiter von der Kapazität her ausreichend ist. Ja, das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein. Industriebereich Vieh haben wir jetzt aufgebaut, Industriebereich Agrar haben wir aufgebaut. Wir müssen aber noch ein bisschen mehr tun. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was im Bereich Öl, weil wir Plastik herstellen müssen für die Lebensmittelfabrik. Und wir werden auch noch eine Forstwirtschaft brauchen, einfach um das Papier ebenfalls für die Lebensmittelfabrik aufzubauen. Und das werden wir einfach bei einem der nächsten Male machen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, natürlich auch gerne ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei Megacampus. Tschüss, euer Thomas.